Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden beleidigen, bieten, sich streiten, schimpfen, sich einigen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman genellikle yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz beleidigen. Hakaret etmek, incitmek, kırmak, aşağılamak, gücendirmek anlamına geliyor bu fiilimiz. Präsens, ich beleidige. Ben incitiyorum. Ich beleidige. Ich beleidige. Präteritum, ich beleidigte. Ben incitiyordum, incittim. Ich beleidigte. Ich beleidigte. Perfekt. Ich habe beleidigt. Ben incittim. Ich habe beleidigt. Ich habe beleidigt. Tekrar edelim. Ich beleidige. Ich beleidige. Ich beleidigte. Ich beleidigte. Ich habe beleidigt. Ich habe beleidigt. Futur 1. Ich werde beleidigen. Ben inciteceğim. Ich werde beleidigen. Ich werde beleidigen. Futur 2. Ich werde beleidigt haben. Ben incitmiş olacağım. Ich werde beleidigt haben. Ich werde beleidigt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte beleidigt. Ben incitmiştim. Ich hatte beleidigt. Ich hatte beleidigt. Tekrar edelim. Ich werde beleidigen. Ich werde beleidigen. Ich werde beleidigt haben. Ich werde beleidigt haben. Ich hatte beleidigt. Ich hatte beleidigt. Örnek cümlemize geçelim. Julia beleidigte ihn grundlos. Deshalb reden sie nicht mehr miteinander. Julia ona sebepsiz yere hakaret etti. Bu nedenle artık birbirleriyle konuşmuyorlar. Tekrar edelim. Julia beleidigte ihn grundlos. Deshalb reden sie nicht mehr miteinander. Julia beleidigte ihn grundlos. Deshalb reden sie nicht mehr miteinander. Diğer bir fiilimiz bieten, sunmak anlamına geliyor. Bieten, düzensiz bir fiildir. Präsens, ich biete.
Ben sunuyorum. Ich biete. Ich biete. Präteritum. Ich bot. Ben sunuyordum, sundum. Ich bot. Ich bot. Perfekt. Ich habe geboten. Ben sundum. Ich habe geboten. Ich habe geboten. Tekrar edelim. Ich biete. Ich biete. Ich bot. Ich bot. Ich habe geboten. Ich habe geboten. Futur bir. Ich werde bieten. Ben sunacağım. Ich werde bieten. Ich werde bieten. Futur 2. Ich werde geboten haben. Ben sunmuş olacağım. Ich werde geboten haben. Ich werde geboten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geboten. Ben sunmuştum. Ich hatte geboten. Ich hatte geboten. Tekrar edelim. Ich werde bieten. Ich werde bieten. Ich werde geboten haben. Ich werde geboten haben. Ich hatte geboten. Ich hatte geboten. Örnek cümlemize geçelim. Das Leben in dieser Kleinstadt bietet uns Freude und Gelassenheit. Bu küçük kasabada yaşamak bize sevinç ve huzur sunuyor. Tekrar edelim. Das Leben in dieser Kleinstadt bietet uns Freude und Gelassenheit. Das Leben in dieser Kleinstadt bietet uns Freude und Gelassenheit. Diğer bir fiilimiz sich streiten, kavga etmek anlamına geliyor. Sich streiten düzensiz bir fiildir. Aynı zamanda bu fiilimiz cümle yapısına veya ifadeye göre hem refleksif hem de refleksif olmayan şekliyle kullanılabiliyor. Bunları örnek cümlelerimizde daha net anlayacağız. Präsens, ich streite mich. Ben kavga ediyorum. Ich streite mich. Ich streite mich. Präteritum, ich stritt mich. Ben kavga ediyordum, kavga ettim. Ich stritt mich. Ich stritt mich. Perfekt. Ich habe mich gestritten. Ben kavga ettim. Ich habe mich gestritten. Ich habe mich gestritten. Tekrar edelim. Ich streite mich. Ich streite mich. Ich stritt mich. Ich stritt mich. Ich habe mich gestritten. Ich habe mich gestritten. Futur bir. Ich werde mich streiten. Ben kavga edeceğim. Ich werde mich streiten. Ich werde mich streiten. Futur 2. Ich werde mich gestritten haben. Ben kavga etmiş olacağım. Ich werde mich gestritten haben. Ich werde mich gestritten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich gestritten. Ben kavga etmiştim. Ich hatte mich gestritten. Ich hatte mich gestritten. Tekrar edelim. Ich werde mich streiten. Ich werde mich streiten. Ich
werde mich gestritten haben. Ich werde mich gestritten haben. Ich hatte mich gestritten. Ich hatte mich gestritten. Örnek cümlemize geçelim. Die Kinder streiten sich leider sehr oft. Çocuklar maalesef çok sık kavga ediyorlar. Tekrar edelim. Die Kinder streiten sich leider sehr oft. Die Kinder streiten sich leider sehr oft. Reflexiv olmayan haliyle bir örnek verelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Ich streite nicht. Ben kavga etmiyorum. Tekrar edelim. Ich streite nicht. Ich streite nicht. Diğer fiilimiz schimpfen. Kızmak anlamına geliyor. Präsens, ich schimpfe. Ben kızıyorum. Ich schimpfe. Ich schimpfe. Präteritum, ich schimpfte. Ben kızıyordum, kızdım. Ich schimpfte. Ich schimpfte. Perfekt, ich habe geschimpft. Ben kızdım. Ich habe geschimpft. Ich habe geschimpft. Tekrar edelim. Ich schimpfe. Ich schimpfe. Ich schimpfte. Ich schimpfte. Ich habe geschimpft. Ich habe geschimpft. Futur bir, ich werde schimpfen. Ben kızacağım. Ich werde schimpfen. Ich werde schimpfen. Futur iki, ich werde geschimpft haben. Ben kızmış olacağım. Ich werde geschimpft haben. Ich werde geschimpft haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geschimpft. Ben kızmıştım. Ich hatte geschimpft. Ich hatte geschimpft. Tekrar edelim. Ich werde schimpfen. Ich werde schimpfen. Ich werde geschimpft haben. Ich werde geschimpft haben. Ich hatte geschimpft. Ich hatte geschimpft. Örnek cümlemize geçelim. Manche Eltern schimpfen sehr oft mit ihren Kindern. Das ist gar nicht gut für die Psychologie der Kinder. Bazı ebeveynler çocuklarına çok sık kızıyorlar. Bu çocukların psikolojileri için hiç iyi değil. Tekrar edelim. Manche Eltern schimpfen sehr oft mit ihren Kindern. Das ist gar nicht gut für die Psychologie der Kinder. Manche Eltern schimpfen sehr oft mit ihren Kindern. Das ist gar nicht gut für die Psychologie der Kinder. Diğer bir fiilimiz, sich einigen. Uzlaşmak, uyuşmak, anlaşmak anlamına geliyor. Sich einigen refleksif bir fiildir. Präsens, ich einige mich. Ben uzlaşıyorum. Ich einige mich. Ich einige mich. Präteritum, ich einigte mich. Ben uzlaşıyordum, uzlaştım. Ich einigte mich. Ich einigte mich. Perfekt. Ich habe mich geeinigt. Ben uzlaştım. Ich habe mich geeinigt. Ich habe mich geeinigt.
Tekrar edelim. Ich einige mich. Ich einige mich. Ich einigte mich. Ich einigte mich. Ich habe mich geeinigt. Ich habe mich geeinigt. Futur bir, ich werde mich einigen. Ben uzlaşacağım. Ich werde mich einigen. Ich werde mich einigen. Futur 2, ich werde mich geeinigt haben. Ben uzlaşmış olacağım. Ich werde mich geeinigt haben. Ich werde mich geeinigt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich geeinigt. Ben uzlaşmıştım. Ich hatte mich geeinigt. Ich hatte mich geeinigt. Tekrar edelim. Ich werde mich einigen. Ich werde mich einigen. Ich werde mich geeinigt haben. Ich werde mich geeinigt haben. Ich hatte mich geeinigt. Ich hatte mich geeinigt. Örnek cümlemize geçelim. Der Verkäufer des Wagens einigte sich mit dem Käufer auf einen fairen Preis. Arabanın satıcısı alıcıyla adil bir fiyata anlaştı. Tekrar edelim. Der Verkäufer des Wagens einigte sich mit dem Käufer auf einen fairen Preis. Der Verkäufer des Wagens einigte sich mit dem Käufer auf einen fairen Preis. Başka bir örnek cümlemiz. Die zwei Firmen konnten sich leider nicht auf eine Zusammenarbeit einigen. Ne yazık ki iki firma birlikte çalışma konusunda uzlaşamadılar. Tekrar edelim. Die zwei Firmen konnten sich leider nicht auf eine Zusammenarbeit einigen. Die zwei Firmen konnten sich leider nicht auf eine Zusammenarbeit einigen. Bu dersimizde beleidigen, bieten, sich streiten, schimpfen, sich einigen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.